So, Freunde. Hallo, Freunde der ungarischen Küche. Der Rizzo ist wieder da und heute koche ich wieder ein Gericht aus meiner Kindheit, was ich bei meinen Großeltern genießen konnte. Und zwar wird es eine ganz einfache grüne Erbsensuppe geben. Eine grüne Erbsensuppe mit ein bisschen Karotten, Petersilienwurzel und kleinen Cipetke drin. Cipetke, das sind kleine Teigwaren. Und schaut zu, kurz nach, habt viel Spaß dabei. Bis gleich. So, ihr Lieben, als erstes werdet ihr euch erstmal ein bisschen von dem Mangalitza-Fett in unserem Topf auslassen. Dazu nehmt ihr einen Löffel. Regie, wo sind die Löffel? Ah, hier ist einer. Genau, also einen Löffel dazu. Aha. Ist recht kalt wieder in Konradsdorf. So. Also hinten das Mangalitza-Fett erstmal schön auslaufen lassen. Dann nehmt ihr euch die Zwiebel daher. Tun wir erstmal hier eine Zwiebelschäle. So, dann brauchen wir ein bisschen Knoblauch. Hier einen frischen Knoblauch und davon nehmen wir uns einfach hier mal so drei, vier Mini-Zehen und dann werden wir uns hier die Karotten und die Petersilienwurzel ganz einfach mal schälen. So, das Gemüse ist geschält und jetzt schneiden wir es im Endeffekt in Würfel. Das heißt, als erstes brauchen wir hier von unserer Zwiebel, ich setze mal auf die Menge, eine halbe Zwiebel reicht vollkommen aus, die erstmal hier in etwas feinere Zwiebelwürfel schneiden. So, und dann können die hier schon mal zu dem Fett dazu. So, die werden jetzt erstmal richtig schön glasig anschwitzen. In der Zwischenzeit schneidet ihr euch den Knoblauch noch klein. Einfach hier in feine Scheiben schneiden. Und gebt die ebenfalls zu unseren Zwiebelwürfeln dazu. Jetzt schnappt ihr euch hier Karotte und Petersilienwurzel. Im Prinzip die Enden ab, Wurzelspitze, Wurzelende, dann der Länge nach halbieren. Bei den Karotten genauso. So, und die schneidet jetzt in Scheiben, schneidet es ein bisschen schräg. Nicht zu dünn, dass wir im Endeffekt, wenn wir die Suppe gekocht haben, auch noch ein bisschen Biss im Gemüse haben.
So, da sind die Karotten jetzt hier schon zu. Petersilienwurzel genauso. Die Temperatur ein bisschen runter, wenn er merkt, dass es halt anfängt so zu knistern, das Röstaromen entsteht, das wollen wir natürlich vermeiden. Rein damit. So, ebenfalls wieder schön anschwitzen, dass wir den Geschmack vollkommen halt aus dem Gemüse ziehen. So, hier könnt ihr jetzt schon mal mit Salz, Pfeffer, also hier gutes Bergkernsalz dazu. Jetzt eine schöne Spur Pfeffer, Pfeffermischung. Gebt man ein kleines bisschen Zucker mit dazu. Ich habe hier einen braunen Rohzucker. Das hebt natürlich nochmal schön den Eigengeschmack von unserem Gemüse. So, jetzt kommt der gute Paprika. Also nicht viel, jetzt ungefähr ein halber Esslöffel, ein bisschen Paprikapulver. So sieht es von der Herdfläche. Schon ein bisschen Mehl zugeben, das heißt ungefähr einen Esslöffel. So, da könnt ihr wieder getrost in die Herdfläche gehen. Jetzt gießt ihr das Ganze mit Wasser auf. Ihr könnt natürlich auch einen Fond nehmen oder eine Gemüsebrühe oder einen Geflügelfond. Aber im Endeffekt ist es ja ein arme Leute-Essen gewesen oder vielleicht auch jetzt noch. Und ich möchte diese Einfachheit ganz einfach rüberbringen. Deswegen nehmt ganz einfach Wasser dazu. So, gießt ihr jetzt auf. Jetzt kommen ja dann noch die Erbsen dazu. Das heißt, schön, dass das Gemüse, also die Karotte und die Petersilienwurzel, komplett bedeckt ist natürlich. So, und jetzt heißt es Deckel drauf und erstmal, ich sage jetzt mal 10 Minuten ungefähr köcheln lassen. In der Zwischenzeit machen wir unsere Cibetke fertig. Cibetke ist im Prinzip ganz kleine, feine Teigwaren, die als Suppeneinlage gereicht werden. Und das geht wie folgt. Dafür nehmt ihr euch so um die 100-110 Gramm Mehl, ein Ei, ein bisschen Salz dazu. Und verquirlt das hier mit einer Gabel. So. Ja, bis ihr im Prinzip hier
ein bisschen einen schönen geschmeidigen Teig habe ich uns. Falls es doch noch ein bisschen zu feucht sein sollte, gebt noch etwas Mehl dazu. So, dass dann mit der Gabel nicht mehr funktioniert. Dann nehmt ihr natürlich jetzt die Hände daher. Super aus. Komplett eingearbeitet ist und der Teig natürlich nicht mehr klebt. Ne? Und den Teig lasst jetzt einfach mal eine Viertelstunde ruhen. Ne? So, schauen wir mal, was das Süppchen macht. Es köchelt. Dann werden wir natürlich mal probieren. Eine wunderbare Farbe. Super Duft. Als erstes probieren wir mal den Fond. Sehr gut. Karotte. Bombe. So, jetzt geben wir hier unsere Erbsen dazu. Das sind gefrorene Erbsen, das ist auch keine Schande. Träumchen. Wenn wir jetzt natürlich die Erbsen hier dran haben, dann sollten die natürlich nochmal aufkochen. Und in der Zwischenzeit werden wir uns mal hier dem Nudelteig widmen, Cipetta-Teig. So, und im Endeffekt werden hier ganz kleine so Fingernagel, kleine Fingernagelgroße Teigstücken abgerissen, die ein bisschen eingerollt. Ja, deswegen halt immer ein bisschen mit Mehl arbeiten. So, und jetzt geben wir hier die Cipetta in unsere Suppe. Ja, dadurch, dass wir hier ein bisschen Mehl dran haben, gibt es dann natürlich auch nochmal eine Bindung. So, jetzt lasst ihr das nochmal 2-3 Minuten aufkochen. Und dann heißt es eigentlich schon servieren. So, ihr Lieben, also nochmal abschmecken. Die Cipetta, die haben jetzt hier nochmal schön 3 Minuten vor sich hingeköchelt. Die Erbsen.
verdammt heiß. Ein bisschen Salz gebe ich noch zu und Pfeffer. Ja, bei meiner Nutti gab es immer schön viel schwarzen Pfeffer drin, da kann ich mich noch dran erinnern. Mega. Und jetzt noch frisch gehackte Petersilie dazu. Da habe ich hier gekräuselte und Blattpetersilie. So, immer grob durchgehackt hier. Ab da rein. Nochmal durchrühren. Nochmal kosten. Achtung! Ein Gedicht. Neuum Finum. Megin Schickerült. Also es hat wieder geklappt. Gut, ihr Lieben, jetzt ist es anrichten. Vorgewärmtes Geschirr. Ich habe heute mal das Nobel rausgeholt. Was fehlt? Ihr Lieben, eine Kelle. So, jetzt noch was Schönes hier in unsere Terrine. In Ungarn war es tatsächlich immer so, Töpf oder Terrine schön auf den Tisch, auf der Tafel eingesetzt. Und es durfte sich natürlich jeder nehmen, wie er möchte. Gibt es noch ein bisschen frische Petersilie on top. Also wirklich ein sehr einfaches Gericht und auch schnell zubereitet, das habt ihr ja gesehen. Also ihr Lieben, meine Sülbroschulavesch mit Schipetke, die grüne Erbsensuppe, so wie ich sie bei meinen Großeltern essen durfte, und jetzt für euch nachgekocht habe. Wenn ihr die Rezepte möchtet, dann schreibt mir gern eine Mail, eine Nachricht. Und vielen lieben Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo da. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Euer Rizzo. Und jetzt lasse ich es mir wieder schmecken. Jo, ich war Jot. Ich bin raus. Tschüss.